Da wird man doch einfach mal so richtig wütend. Da platzt mir gleich die Ader. Ich bin auf 180. Das kann doch nicht euer gottverdammter Scheiß ernst sein. Okay, stell dir vor, eines der berühmtesten Magazine der Welt ruft bei dir an und fragt dich nach einem Fotoshooting und du denkst dir so, ja, das wollte ich schon immer machen, ich bin auf jeden Fall dabei. Daraufhin wird erwidert, naja, wir wollen das Ganze mit einem Smartphone machen. Und du denkst dir so, wie Smartphone, aber ich fotografiere doch die ganze Zeit nur mit einer DSLR. Also ich kann auch nur gute Fotos erzielen mit einer DSLR und nicht mit einem Smartphone. Ja, dann bist du auf jeden Fall überzeugt von Sport Illustrated, so von wegen, ja, aber der Sexiest Man Alive steht vor deiner Kamera und du denkst dir so, okay, alles klar, hallo, hallo, ich bin doch dabei, ich bin auf jeden Fall dabei. Genauso erging es jetzt nämlich Michael J. Liebrecht. Der ist einer der berühmtesten amerikanischen Fotografen und der wurde gefragt, ob er nicht für Sports Illustrated mal ein Covershooting machen kann. Mit Dwayne The Rock Johnson. Es dreht sich um das Moto Z. Hast du davon schon mal gehört? Das ist das neueste Livolo-Telefon, welches auf den Markt gekommen ist mit 12 verschiedenen Moto-Mods. Unter anderem eine Hasselblad True Zoom Moto Mod Geschichte und damit kann man wunderbare Fotos erzielen. Zumindest wenn man das Ganze jetzt einfach mal so betrachtet, dass das das Endresultat ist von diesem Fotoshooting. Michael hat auf jeden Fall gesagt, dass er natürlich einen Moment gebraucht hat, um überhaupt mit diesem Smartphone klarzukommen, aber auch um mit der Lichtstimmung von einem Smartphone klarzukommen. Das heißt also, er hat als erstes mit Available Light fotografiert und danach mit seiner Beleuchtung bzw. mit seinen Blitzanlagen. Und am Ende ist halt ein wunderbares Cover entstanden. Ja, großen Respekt auf jeden Fall dafür, dass man auch mit Smartphones wunderbare Fotos schießen kann. Das wissen wir natürlich nicht erst seit gestern oder auch nicht erst seit heute, aber trotz alledem eine Bildqualität, die für sich spricht. Am Ende hat Michael auf jeden Fall gesagt, man sollte trotz alledem ein Smartphone und eine DSLR nicht miteinander vergleichen, denn beide machen unterschiedliche Bilder. So ist das heute immer noch und deswegen hat er selbstverständlich auch zum Ende des Shootings mit seiner DSLR, mit seiner Canon 5DS nochmal andere gute, geile, wunderbare Fotos geschossen, die sich auch sehen lassen können. Aber am Ende ist es einfach nur krass, dass man mit einem Smartphone für ein Magazin ein Cover erstellt. In Print. Da wird man doch einfach mal so richtig wütend. Da platzt mir gleich die Ader. Ich bin auf 180. Das kann doch nicht euer gottverdammter Scheiß ernst sein. Nikon! Nur weil ihr so ein bisschen in der Krise steckt, ja? So ein minimales bisschen und ihr in Japan diverse Angestellte feuern wollt, wollt ihr ab kommenden Jahr die Preise in Europa erhöhen? Sag mal, hackt das? Also mal ganz ehrlich, das kann doch jetzt nicht euer gottverdammter Ernst sein. Nur damit ihr irgendwie noch mal ein bisschen mehr Taster bekommt oder was? Hallo, dann müsst ihr euch mal überlegen, was ihr noch für richtig geile Produkte entwerfen könnt und nicht einfach bei irgendwelchen Produkten immer irgendwelche Features rauslassen und darauf bei irgendeiner anderen Kamera wieder einführen und dann wieder rausnehmen und wieder einführen und wieder rausnehmen und wieder einführen. So funktioniert doch der Markt nicht. Habt ihr das selber noch nicht begriffen oder was? Und jetzt wollt ihr die Preise erhöhen? Ah, da werden die Nikon-Freunde in Europa ganz schön böse werden. Die kriegen wahrscheinlich auch Puls bis 180. Aber es könnte natürlich gut möglich sein, dass das jetzt nur so ein kleiner Vorgeschmack ist auf das, was nächstes Jahr vielleicht doch kommt mit einer etwas größeren Preiserhöhung. Nikon, ganz ehrlich, keine gute Idee. Da würde ich mir lieber erstmal an die eigene Nase fassen und gucken, was man so alles ändern kann, um wirklich auf dem Markt zu bleiben, etabliert zu bleiben, dran zu bleiben, den User zu fordern, dass er immer noch Kameras kauft, die aus dem Hause Nikon kommen. Und nicht einfach mal so kackendreist den Preis erhöhen. So geht das nicht. So geht das nicht weiter. Was hältst du denn von so einer drastischen Preiserhöhung? Gut, ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie drastisch sie sein wird, aber es könnte schon gut möglich sein, dass es doch ein wenig teurer wird als gedacht. Schreib's mir mal unten in die Kommentare. Way, Neues aus dem Hause Sony. Ja, wie geil ist das denn? Endlich mal wieder eine Nachricht aus dem Hause Sony. Wobei, diese Nachricht wird dann wohl doch schon sehr, sehr geldintensiv sein, denn es dreht sich um das neue High-End-DSLM-Kamerachen, welches Anfang des Jahres auf einer fetten Präsentation vorgestellt werden soll. Diese Kamera soll besser sein als seine Sony Alpha 7R 2, was wiederum bedeutet, es könnte die Sony Alpha 7R 3 sein. Aber momentan trägt sie den Titel Sony Alpha 9. Das heißt also, ein High-End-Gerät, welches es vorher so noch nie gegeben hatte. Und zudem rechnet sich das Ganze natürlich vermehrt an die Profis, wobei natürlich die Kameras vorher auch schon vermehrt an die Profis gerichtet waren. Aber diese Kamera richtet sich so richtig an die Profis, die hier oben irgendwo stehen, denn
6.000 bis 7.000 Euro soll die Kamera kosten und das ist doch schon ein Batzen Geld, den man so als normaler Hobbyfotograf, Einsteiger oder aber auch Amateur oder Halbprofi, wie man sich auch immer betiteln will, kaum im Portemonnaie liegen hat. 6.000 bis 7.000 Euro, Alter, ist das eine Stange Geld. Aber diese Kamera soll auf jeden Fall viel, viel besser sein als die Flaggschiffe von Canon und Nikon. Wobei, das ist ja eigentlich auch ein Kinderspiel für Sony. Das hat Sony ja in den letzten Jahren immer gut hingekriegt. Trotzdem wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn man aus dem Hause Sony auch mal wieder eine, ich sag mal, breit gefächerte, also für die breite Masse, Vollformat-Kamera für weniger Geld, also für Geld, was ich gerade so im Portemonnaie auch habe, herausbringen könnte. Ja, eigentlich gar nicht so verkehrt. Sich jetzt nur noch in dem High-End-Level zu bewegen und irgendwelche Kameras für 7.000 Scheine zu verkaufen, finde ich schon ziemlich hart. Aber trotzdem, die Sony Alpha 9 wird es wohl demnächst auf den Markt geben. Nikon, wenn ihr euch da jetzt nicht gerade mal selbst ins Knie gefickt habt, naja, dann weiß ich auch nicht, bei den Endkunden kommt das sicherlich nicht so geil an, wenn ihr die Preise erhöht. Solltet ihr diese Fotonews gefallen haben, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video noch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, dass gerade so ein Fotografie-Universum abgeht. Da gibt es hier zwei weitere Fotovideos, auch dann noch mal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, macht's besser. Ciao, ciao.